Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute würde ich gerne etwas mit Buchseiten machen. Einfach so einen kleinen Vorrat wieder haben. Ich hatte ja letztens auch so einen Vorrat. Ich hole das hier nochmal rein. Moment. So einen Vorrat mit tiergefärbtem Papier gemacht. Und da würde ich jetzt gerne auch ein paar Seiten machen. Dafür habe ich mir einfach irgendein altes Buch genommen. Ich nehme da immer gerne Mängelexemplare für, einfach aus der Wühlkiste. Und ja, da ziehe ich mir jetzt einfach so ein paar Seiten raus. Ja, muss man mal gucken, wie viel man da gerne hätte. Mir ist immer wichtig, dass genau sowas nicht dann da drauf ist oder sowas. Sondern wirklich einfach so die reine Seite. Ich hoffe, man hört es nicht. Ich habe irgendwie, bin schon wieder ein bisschen angeschlagen. Es fing gestern schon wieder an. Ich hoffe, meine Stimme schwindet nicht wieder. Ich weiß auch nicht, was das aktuell ist bei mir. Okay, und darum soll es nicht gehen, sondern um die Buchseiten. Wie viel mache ich denn? Also zu viele will ich auch nicht haben. Man kann das ja immer wieder machen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ach komm, dann machen wir 10. Das ist doch eine schöne Zahl. So, 10 Seiten habe ich mir jetzt hier rausgeholt. So. Jetzt kann man. Na, fängt an. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, möchte man nur das einzelne Schriftbild haben oder nimmt man die ganze Seite. Ich werde das jetzt so machen, dass ich die ganze Seite an sich so lasse. Das kann man natürlich, wie gesagt, das kann man auch schon vorher machen, aber ich mache das dann auch gerne so im Nachhinein, wenn dann auch ein bisschen was darüber ist, so dass man dann noch eine Kante mit rauszieht oder so. Das sieht dann immer ganz cool. Entschuldigung, das sieht dann immer ganz cool aus. Okay, das Erste, was ich erstmal mache, ist, ich brauche irgendeine Unterlage. Ich nehme da ganz gerne das für. Ja, wir nehmen die Seite. Das ist da ganz gut für. So, dann brauche ich Wasser. Das habe ich auch. Meine Pipette habe ich auch. Jetzt kann man entweder, ich möchte natürlich Vintage-Foto nehmen. Man kann jetzt hingehen, das in das Wasser geben. Oder man geht mit dem Kissen jetzt hier einfach drüber und macht das. Ich würde das aber, ich glaube, wir geben es nicht ins Wasser diesmal. Wir machen das so, wir geben das jetzt diesmal einfach hier drauf. So ein bisschen von der Farbe aus dem Stempelkissen. Dann nehme ich mir hier einfach so ein bisschen Wasser. Okay. Man kann dann jetzt natürlich das Ganze so machen, dass man das mit dem Pinsel noch verteilt oder halt einfach so. Das geht auch, aber ich nehme das ganz gerne immer so dann, wie es da gerade kommt. Und dann sieht das nämlich so aus. Das finde ich schon mal ganz cool. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht ist nicht mehr so viel drin. Ich brauche Neues. Machen wir da einen Tropfen drauf. Und dann ein bisschen Wasser dazu. Das ist halt sehr intensiv von der Farbe. Da muss ich jetzt nur aufpassen. Ich hätte mir meinen Acrylblock dazu nehmen sollen. Dass ich da jetzt, können Sie einmal das machen, dass ich da jetzt gleich nicht mit dem Blatt reinkomme. Und dann kann man da auch nochmal so ein paar Spritzer drauf machen. Und das lasse ich jetzt erstmal trocknen, bevor ich damit weiterarbeite. Das ist immer anders. Ich finde den Effekt, der dann dabei entsteht, wie gesagt, wunderschön. Aber das muss jetzt natürlich trocknen. Das lege ich mir zur Seite. Rein theoretisch, das sieht dann auch cool aus. Kann man sich zum Beispiel so ein Blatt noch nehmen, das da drauf legen. Dann hat man die Farbe auf diesem Blatt dann auch nochmal. Das hat manchmal auch relativ coole Effekte. Ich mache das jetzt sogar auch so. Lege ich das zur Seite, wie gesagt, zum Trocknen. Dann nehmen wir uns das nächste. Also in dem Bereich hier nochmal Wasser. So. Ich
mit dem Pinsel? Was will ich denn? Ja, das ist so, ne? Wenn man irgendwie erkältet ist. Ich weiß aber auch nicht, warum ich das habe. Warum ich schon wieder erkältet bin oder was auch immer. Dann macht man komische Dinge, die man gar nicht machen wollte. So, ich versuche jetzt mal alles mit dem Blatt hier. Ah, das ist nicht genug. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr nehmen. Wir sollen gleich noch mal Farbe drauf geben, oder? Ja. Vielleicht reicht es doch. Ach, warum nicht? Warum nicht? Wir gehen hier wieder rein, machen hier so ein paar Spritzerchen drauf. Ein bisschen mehr diesmal. Und dann sieht das Ganze so aus. Ich nehme hier wieder so ein Blatt und da packe ich das dann einfach irgendwie drauf. Und da darf es dann jetzt auch trocknen. So, wenn mir das dann hier zu viel geworden ist. Moment, ich nehme mal so ein Feuchttuch hier. Nehme ich mir nochmal hier ein Blatt. Gehe nochmal hier drüber, nehme das runter, was drauf ist. Und dann hatte ich hier rumgesaut. Dann müssen wir mal gucken, dass hier nicht so viel Feuchtigkeit ist, damit das Stempelkissen nicht diese Feuchtigkeit aufsaugt. Auch das sieht cool aus, je nachdem, was man natürlich machen möchte. Aber das möchte ich jetzt gerade so nicht. Deswegen wieder so. Bisschen Wasser hier drüber. Wie gesagt, ihr könnt das auch mit dem Pinsel verteilen, aber in der Regel klappt das auch so ganz gut. Ja, ich würde sagen, das lasse ich jetzt im Schnelldurchlauf laufen. Ich habe ja zweimal erklärt und dann könnt ihr noch ein bisschen zugucken und dann geht es gleich einfach weiter mit dem, was ich dann noch machen möchte damit. Ich habe das jetzt gut durchtrocknen lassen. Dasselbe habe ich hier auch. Und hier sieht man dann zum Beispiel einfach so ein paar Flecken. Jetzt hier jetzt nicht so viel. Das kommt immer drauf an, wie viel auf der Rückseite von den Blättern auch mit drauf geschmiert ist. Aber ich finde das halt gut. Und so hat man die Farbe halt auch nochmal genutzt. Hier sieht man das jetzt nicht. Hier ist ein bisschen mehr jetzt drauf. Aber ich wollte euch das nochmal zeigen. Da habe ich das einfach einmal noch die Reste, die noch drauf sind, einmal durchgezogen. Und ja, das ist dann einmal das Ergebnis. Wie gesagt, ich finde das ganz schön. Jetzt lege ich das zur Seite. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr, weil es geht mit denen jetzt erstmal weiter. Was da immer wunderschön zu passt, nehme ich mal einmal meine Box, ist ein Goldton, oder? Ich gucke gerade auf das Grün. Weil ich dann überlegen bin, ob das in das Frühlingsalbum rein soll. Ich nehme den Goldton. Gold kann ich halt immer nutzen. Da schränke ich mich jetzt nicht ein von dem, wo es am Ende hin soll. Das heißt, ich werde hier die Pigmente mit dem Wasser einmal anlösen. Und da warte ich jetzt einen kleinen Moment. Einfach stelle ich nochmal zur Seite. Die Farben, bevor ich das jetzt wieder vergesse. Das andere war Distress Ink Foto, Vintage Foto. Diese Farbe ist einfach aus den Action, diese Metallic Farben. Und ich verlinke euch immer alles, was ich benutzt habe. Und falls jetzt die Frage kommt, wo die Dose her ist, kann ich euch auch verlinken, weil ich da immer gefragt werde. Das mache ich doch natürlich immer unten in der Infobox. Ja, und jetzt lege ich mir einfach mein Papier erstmal hierher, damit ich mir mein Schreibtisch wieder schön einsaugen kann. Ne? An Seiten.
Na, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Bekomme leider nicht alles für euch direkt ins Bild, aber so einen großen Teil kriegen wir schon rein. So passt das doch schon ganz gut. So, ziehe ich mir das noch so ein bisschen runter, weil sonst, wenn da hinten so ein paar Spritzer dran kommen, ist nicht so schlimm. Da liegt das Papier, das ihr gerade gesehen hattet. So, ja, was mache ich jetzt? Ich gehe jetzt einfach hier in mein Näpfchen rein, löse jetzt hier das Pigment an. Mit meinem Pinsel natürlich. So. Ruhig ein bisschen mehr, dass man halt auch wirklich das Glitzer dann da hat. Also diesen Metallic-Effekt dann auch wirklich schön sieht. Ich mag am liebsten wirklich diesen Goldton. Und wenn das Gefühl so ein bisschen cremig wird, dann ist der Punkt erreicht, wo man dann wirklich so die Sprenkelchen machen kann. Und dann sind die wirklich auch am schönsten, finde ich. Also es ist nicht cremig so wirklich. Na, ihr wisst, was ich meine. So. Ja, und dann verteile ich da einfach ein paar Sprenkelchen drauf. Nicht zu viel, sonst ist es, ja, das ist too much. Das finde ich dann zumindest nicht schön. Aber das ist natürlich jedem selbst überlassen am Ende. Hier finde ich jetzt zum Beispiel, dass das von den Farben her gut zusammenpasst. Jetzt gucke ich nochmal, ob irgendwo noch ein bisschen was hin könnte. Aber ich glaube, das reicht schon, ne? Ja, ich denke auch so. Pinsel auswaschen. Die Farbe packe ich hier immer zurück. Ich lasse das aber immer offen, um das, ja, dass sich das, dass das da trocknet. Und dass das, ja, dann trocknet das einfach schneller. So, Moment. Ich packe das da einmal wieder zurück. So, ich stelle das weg. Weil wir das jetzt nicht mehr brauchen. Ja, und jetzt kommt der Teil wieder. Es muss natürlich trocknen und dann geht es weiter. Ich wasche mir hier gerade mal meinen Pinsel aus und zwar geht es dann so weiter. Das können wir schon mal vorbereiten. Ich schiebe uns mal die untere Reihe zur Seite oder nimm das auch zur Seite hier einmal. So. Und zwar brauche ich jetzt einfach einen kleinen Becher und ich nehme in dem Fall einfach Acrylfarbe. Weiße Acrylfarbe, da sind Spritzer dran gekommen. Moment. Das ist natürlich nicht schlimm. Aber da ich da jetzt sonst die ganze Zeit reinbatsche, so, ist das sonst blöd. Okay. Okay, ja, dann mache ich jetzt einfach ein bisschen Farbe rein. Das ist keine gute Farbe, das kann man hier ganz klar sagen. Das sieht man auch hier an der Farbe. Ich habe die jetzt ein bisschen geschüttelt. Jetzt geht es wieder. Die war so verklumpt. Keine Ahnung, wie ich es jetzt nennen soll. Auf jeden Fall war es nicht schön. Und da nehme ich mir ein bisschen Wasser und packe das hier mit rein. Noch ein Schlückchen vielleicht. Ja, gucken wir mal. Das rühre ich jetzt um. Jetzt habe ich nichts anderes, nämlich den Pinsel. Den kann ich ja gleich anständig sauber machen. Ja, wie gesagt, das rühre ich jetzt um. Das muss ein bisschen flüssiger auf jeden Fall sein, so dass man auch damit ein paar Sprenkelchen machen kann. Wenn man möchte, kann man jetzt hier auch noch bei der weißen Farbe, das bietet sich halt dann immer an, den Ton von Vintage Photo mit reinfärben. Dann hat man keine weißen Sprenkelchen, sondern relativ passend zu der Farbe so braunen Effekt nochmal. Aber ich möchte jetzt weiße Sprenkelchen haben, noch ein bisschen Wasser. Deswegen mache ich das lieber so. Okay. Nee, das ist noch zu viel. Zu viel Farbe genommen, ist nicht schlimm. Da wird sich schon noch was für finden. So, jetzt aber, oder? Ja, viel besser. So, ja, jetzt warte ich eben, bis das trocken ist, beziehungsweise ich kann es auch eben föhnen und dann hören wir uns sofort wieder. Okay, ich hoffe, es ist in, ja, es ist trocken genug, weil wir nehmen uns erstmal eins nach dem anderen. Jetzt brauche ich ein paar Stempel. Ich habe mich für diese beiden hier einmal entschieden und einmal für den. Das sind Prisma. Ach, wie hießen die? Prisma Marketing? Marketing Prisma? Moment, ich gucke mal hier hinten. Prima Marketing, so heißt das Ganze. Und das hier war von Scrapberries oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas.
Falls da die Frage kommt, ich glaube, die gibt es aber auch nicht mehr, diese Stempel. Sollte ich sie finden? Ihr wisst, wo ihr es findet dann. Ich verlinke es euch dann. Also, was brauche ich jetzt? Ja, wie gesagt, ein paar Stempel. Mein Stempelkissen. Ihr könnt natürlich auch ein schwarzes oder was weiß ich für ein Stempelkissen nehmen, je nachdem, wo ihr gerade Lust zu habt, wo ihr denkt, das könnte ganz gut zusammenpassen. Da muss man dann einfach schauen, was man gerne möchte. Wie gesagt, ich nehme das jetzt. Hier nehme ich jetzt auch ganz bewusst keinen Stempelblock. Ich lasse die auf ihre Trägerfolien und gehe einfach nur so an so ein paar Stellen bewusst reinnehmen. Wobei die Trägerfolie nehme ich immer ab. Moment. Dann machen wir es doch ab. Das ist auch kein Problem. Sonst habe ich diese Kante da drauf. Da habe ich nicht dran gedacht. So. Hier ist meine Trägerfolie leider schon so ein bisschen hinüber. Die ist eigentlich schon vollkommen hinüber. Aber er hat mir sehr viele Jahre sehr gute Dienste geleistet. Okay, jetzt nochmal. Also, ich gehe hier rein und gehe dann hier einfach so ein bisschen wuselig drüber. Jetzt habe ich das echt da an der Kante. Das ist doch blöd. So. Ja, jetzt ist es besser. Und nein, ist nicht besser. Und auch hier einfach so ein bisschen halt, ne? Dass so ein bisschen, das Ganze ein bisschen wild aussieht. Vielleicht noch ein bisschen Schrift, je nachdem, wie man da halt auch möchte. Aber halt auch nicht zu viel, ne? Nicht zu viel. Nehmen wir uns die nächsten. Ich lege das mal hier hin. Und das mache ich jetzt auch mit allen eigentlich. Es geht auch nicht darum, dass man halt den Stempel da sieht oder so, sondern es geht einfach darum, dass das so ein bisschen dekorativ, sage ich mal, wird. Und ja, mehr eigentlich nicht. Und es macht Spaß und am Ende das Ganze zu verarbeiten, finde ich auch immer sehr, sehr cool. Was man auch noch machen kann, ist mit einer Schablone drüber gehen. Wenn man da was hat, wo man sagt, das passt da jetzt gerade ganz gut zu. Das sieht auch immer noch mal sehr schön aus. Aber da muss man dann halt selber gucken, ne? Also was einem da gefällt einfach. Okay, ich lasse euch das mal im Schnelldurchlauf laufen. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich finde das schon ganz cool. Wir sind da auf einem ganz guten Weg. Jetzt müssen auch die weißen Sprenkelchen da drauf. Es ist halt ein relativ langer Prozess immer, weil man immer so viele Trocknungsphasen dazwischen hat. Aber eigentlich geht es, außer man macht gleich ein Stück 50 von diesen Seiten. Dann, glaube ich, ist das sehr, sehr anstrengend. Jetzt habe ich hier meine weiße Farbe. Und da gebe ich jetzt einfach ein paar Sprenkelchen jetzt auch mit drauf. Es hebt sich dann so ein bisschen ab, das Weiß. Oh, ist aber auch cool. Ich weiß nicht, das Weiß finde ich, mag ich sehr gerne, wenn ich das immer mache darüber. Da stört mich das auch tatsächlich nicht, wenn da so ein großer Spritzer dann davon drauf ist. Wie gesagt, ihr könnt, wenn euch das zu hell ist, einfach ein bisschen Farbe mit reinmischen, so, dass man die Farbe bekommt, die man haben möchte. Oder man nimmt von vornherein, weiß ich nicht, Pink oder so. Pink ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber kann auch cool aussehen, ne? Also gar keine Frage. Okay, ja, auch das muss jetzt wieder trocknen. Und wenn das trocken ist, hören wir uns wieder. Also, ganz trocken ist es noch nicht, leider, aber ich möchte das auch nicht föhnen.
Aber so zwei, drei habe ich jetzt, also drei Stück, die drei hier, die habe ich für uns einmal geföhnt. Da sind auch nur so kleinere Spritzer drauf. Ich greife mal hier hinten hin. Da sind größere, ich weiß nicht, das sieht man wahrscheinlich in der Kamera noch, dass das feucht ist. Ich möchte, dass das halt so trocknet. Ich mag das lieber. Das sieht irgendwie immer anders aus, finde ich. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen nämlich jetzt auch auf. Dadurch, dass diese Farbe, die Distress-Farbe, sich natürlich durch Flüssigkeit anlösen lässt, werden die Pünktchen automatisch schon ein bisschen dunkler. Das finde ich immer ganz schön, aber man hat trotzdem, wo sieht man das denn? Vielleicht hier sieht man das ein bisschen besser. Man hat trotzdem diesen Weißeffekt da drin. Aber man bekommt so einen ganz leichten Cremeton. Je nachdem aber auch, wo dieser Sprenkler hinkommt, wenn er zum Beispiel auf so einen sehr intensiven Farbton kommt, dann wird das auch nochmal dunkler. Das vielleicht nochmal am Rande. So, jetzt habe ich hier meine Seiten. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, alles schön und gut. Was machst du denn damit jetzt? Das ist meistens immer eure Frage. Das ist sehr unterschiedlich, was ich damit jetzt mache. Das ist so ein kleiner Vorrat, den ich mir jetzt hier vorbereitet habe. Wenn man beispielsweise die Rückseite noch mitmacht, könnte man das auch als Journal-Seite nutzen. Eine Möglichkeit. Muss man aber halt die Rückseite halt auch mit bearbeiten oder man lässt es so und hat halt nur diese Seite und bearbeitet die dann anders. Das geht natürlich auch. Was ich mache, ist, dass ich diese Seiten auseinanderreiße. Ich möchte jetzt nicht auseinanderreißen, um für kleine Deko-Sachen, zum Beispiel im Hintergrund zu nutzen, das Ganze. Oder, ich greife mal hier rüber, hier habe ich so Sticker. Die sind so ein bisschen, ja, wie Washi-Tape sind diese Sticker. Nehme ich jetzt den. Kommen wir vielleicht den einen hier mal. Hätte ich mir irgendwann mal bei Amazon bestellt. Gucken wir mal, ob wir da vielleicht einen fertig machen können. Ich finde die Blume da ganz cool eigentlich schon. Haben wir da noch so Piepmütze? Es ist eigentlich wurscht. Es muss ja nicht in seiner, oder es wird auch in seiner Gesamtheit nicht bleiben. Guck mal, hier ist noch so eine Rose. Ach, da war dieser Totenkopf mit drauf. Oder vielmehr dieser Schädel. Ich hatte doch hier gerade noch irgendwas anderes. Irgendwas, was mir jetzt gefällt. Irgendwas. Ist egal was. Wir nehmen das. Ich finde halt immer, dass das dann auch immer ganz cool aussieht, weil man halt diesen Hintergrund dann hat. So, was war das? Abkriegen die Folie. So. Und dann gebe ich das hier immer drauf. So. Dann brauche ich mein Vintage-Foto nochmal. Sonst ist mir das einfach zu hell. Und dann gehen wir da nochmal so ein bisschen drüber. Und dann sieht das Ganze zum Beispiel so aus. Etwas, was ich auch total feiere. Ich würde das jetzt hier einfach, ja, in seiner Gesamtheit nicht rausreißen. Aber ich würde hier unten rausreißen. Wahrscheinlich würde ich auch da eher das Ganze... Komm, jetzt machen wir das. Also hier würde ich es wahrscheinlich eher sogar mit dem Lineal dann machen. Vielleicht würde ich die Kante sogar so gerade lassen. Je nachdem, wo das dann am Ende reinkommt. Aber so hat man schon mal so ein kleines Deko-Element. Und da kann man dann immer noch mal gucken, wo was hin soll oder nicht. Und ich mag das dann bei diesen Aufklebern, also die so ein bisschen ja, wie so Washi-Tapes sind, ganz gerne, weil das dann halt noch da durchkommt, dieser Hintergrund. Und man hat halt diesen Effekt dann. Ja, jetzt möchte ich die Blume doch noch aufkleben. Moment, wo war denn diese Blume, die ich da gerade hatte? Nee, die hier war das. Dann würde ich da so drauf gehen. Gucken wir mal. Na, es will nicht. Aber dann haben wir es. So, dann geben wir die hier auch nochmal drauf. Und so. Ja, finde ich auch sehr schön. Auch hier wieder natürlich ein bisschen Distress-Farbe drüber, damit sich das einfach auch in dem Hintergrund natürlich anpasst. Und sieht natürlich komisch aus, ist ja gar keine Frage. Aber es kann auch gut wirken, das muss man dann immer so ein bisschen gucken. Hier würde ich wahrscheinlich, das
würde ich jetzt ohne Lineal zum Beispiel hier eher machen. Reiße ich einfach so ein bisschen rumrum ab. Auch das hier, nee, das kommt nicht weg, ne? Das kann man alles nochmal nutzen, diese kleinen Dinger. Da kann man sich nochmal andere Embellishments mitmachen. Was ich allerdings nicht so mag, ist dann bei bestimmten Sachen, wenn das so ganz gerade ist von der Kante her. Das mag ich dann nicht, deswegen ändern wir das hier bei der Blume. So, und dann haben wir das Blümchen so. Und ich finde, also wie gesagt, ich mag den Effekt ganz gerne. Hier würde ich jetzt auch noch ein bisschen das Tressel. So, ein bisschen Farbe brauche ich jetzt aber dann doch nochmal im Schwämmchen, ne? Sonst wird das hier nichts. Sonst wird das einfach nichts. Es ist halt eigentlich auch wie so eine Art Hintergrundpapier. Meine Stimme ist gleich weg, es tut mir leid. Ja, wie gesagt, es ist wie so eine Art Hintergrundpapier. Dann kann man dann zum Beispiel, wenn das dann die Seite ist, das... Moment, ich habe doch hier meine Buchseiten, die wir letztens gemacht haben. Jetzt habe ich da ein Blatt. Aber man könnte dann rein theoretisch das noch mit in eine Ecke geben. Ich würde das dann hier einmal abschneiden das, oder abreißen auch, je nachdem. Dann nochmal ein bisschen Distress-Farbe drüber. Oder hier. Hier haben wir keinen Sticker, Stempel drin. Da könnte man das dann auch machen. Jetzt passt natürlich aber hier das Grün nicht dazu, ne? Das muss ich auch sagen. Machen wir das Ganze mal von der Seite. Man könnte das jetzt zum Beispiel, was auch cool ist mit, es gibt von Tim Holz so einen ganz coolen Tacker, damit kann man das machen. Kann man auch mit jedem anderen Tacker machen, aber der hat so schöne kleine Nadeln, deswegen. Und das sieht dann ganz cool aus, einfach so hier reintackern, das Teilchen hier. Und dann wirkt das auch ganz cool. Muss man dann aber die hintere, also die hintere Seite einmal auch bearbeiten oder halt auch mit der Blume. Mit der Blume. Okay, ihr hört schon, das wird heute nichts mehr. Ich habe aber alles geschafft, was ich euch zeigen wollte. Wie gesagt, es ging einfach hauptsächlich darum, um dieses Papier. Ich verlinke euch einfach unten alles wieder in der Infobox, wenn da Fragen kommen sollten. Und ja, an der Stelle würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Video.